Jo, da wären wir wieder in Harmondale. Und ich habe mich entschieden. Ich will zu den Zwergen. Aber vorher gucke ich mal ganz kurz in die Luftgilde hier. Nur für den Fall, dass sie doch eventuell den Flugzauber hier haben. Aber ich glaube, die haben echt nur Basis und wenn überhaupt Expertenzauber. Willkommen in der Luftgilde. Ja, Sprung, Schild, Blitzstrahl, nichts von Interesse. Wie sieht es mit der Erdgilde aus? Genau hier war die. Willkommen in der Erdgilde. Ja, Erdresistenz können wir kaufen. Und Feuerresistenz auch, fällt mir gerade ein. Aber sonst ist es. Willkommen in der Gilde der Seele. Hä? Seele? Nee, da wollte ich nicht hin. Wasser? Haben wir auch noch keine Resistenz. Willkommen in der Gilde des Wassers. Gift, Eisstrahl, Wasserresistenz. So. Das kann ich nicht lernen. Das ist zu viel für einen neuen Zauber. So. Luft und Feuer noch. Willkommen in der Luftgilde. Luft. Feuer? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Willkommen in der Feuergilde. Feuerstrahl, Feuerstrahl, Feueraura, Fackellichten. Oh, Feuerball. Eile, der ist doch mal gekauft. Du. Toll. Wie kann ich den Jetzt kann ich benutzen? einen neuen. Jetzt haben wir nämlich Eile. Auf Expertenrang hält er eine Stunde plus eine Minute pro Fähigkeitswert. Das ist jetzt nicht so lang. Aber dadurch kann man wesentlich häufiger zaubern und angreifen und schießen und überhaupt viel mehr machen. Man läuft nicht schneller, jedenfalls nicht optisch. Aber es ist halt praktisch, um ganz schnell ganz viele Zauber rauszuhauen. Haken ist halt nur, wenn der Zauber vorbei ist, sind alle Charaktere geschwächt. Und das kann in die Hose gehen. Also wenn man vor einem Drachen steht, dann kann man ganz schnell den Zauber sprechen und versuchen, den Drachen wegzubrennen. Aber wenn man beim langen Atmen in Dungeon ist, dann sollte man es lieber lassen. So, was haben wir noch? Ja, ganz viele Djinn-Lampen, aber die will ich nicht anfassen. Stadtportal. Ja. Wir müssen jetzt zu den Zwergen. Ganz einfach deshalb, damit wir das hinter uns haben und noch einen Charakter haben, der einigermaßen gut ausgerüstet und Fähigkeiten hat, damit wir die Negan-Geschichte da besser hinbekommen. Also den Tunnel von Negan. Weil soll sehr garstig sein. Und ja. Also, auf zu den Zwergen. Leider haben wir keine Flugschriftrolle mehr, richtig? Das hätte das Ganze so einfach gemacht. Hätten wir einfach das Tal der Hügelgräber laufen können und da dann von einer Spitze zur nächsten fliegen, in Hoffnung, dass wir irgendwo eine Truhe sehen. Weil bisher waren die alle in Truhen. Das wird da nicht anders sein. Und ich würde auch erstmal außerhalb gucken, bevor ich in die Gräber selber reingehe. Also ja, wir wollten eigentlich die Hügelgräber alle nochmal nach und nach durchsuchen. Muss ja nicht sein, ne? Also Erfahrungspunkte würde uns das fast gar keine mehr bringen. Beute wird sich auch in Grenzen halten. Inzwischen leben wir ja doch in etwas anderen Größenordnungen, was jetzt Zauberspruchkosten und so weiter angeht. Da würden uns jetzt ein paar tausend Münzen nicht so viel bringen, wenn man bedenkt, was wir in der Zeit sonst noch machen könnten. So, Essen haben wir schon. Neues Gold auf dem Fußboden, schon mal schick. Karte. So, wir waren eigentlich schon überall. Das macht das Ganze nicht einfacher. Also ich kann mich erinnern, lang, lang ist her, da hatten wir Truhen gesehen, oder eine Truhe zumindest, bei ein paar Goklingen. Aber zu dem Zeitpunkt wollten wir uns noch nicht mal an die Goklinge ranwagen. Das muss das echt eine Weile her sein. Ja, aber die Truhe hatte ich dann gesucht gehabt und nicht wiedergefunden. Ich denke mal, die könnte das sein. Weil die anderen Truhen, die wir danach so gesehen haben, haben wir auch gleich geplündert. Die waren, boah, da unten irgendwo. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Zauberstab.
Was für ein Zauberstab bist du? Noch so ein oh, 1500, das ist okay. Oh, wir sollten auch gleich mal Segen sprechen, damit alle besser treffen, ne? So, genau, du. Heldentum haben wir schon. Wo war Segen? Da war Segen. Okay, also ich werde jetzt um jeden Berg rumlaufen. Und eigentlich sollte ich auf jeden Berg auch einmal raufgehen. Das wird irre lange dauern. In der Hoffnung, dass wir den richtigen Hügel finden, wo da eine Kiste draufsteht. Du, hüpf. Da oben ist ein Hügelgrab. Oh, hallo. Lachhaft. So. Also, hier haben wir. Gucken wir uns das Hügelgrab-Dingens dann. Und wenn das da nicht drauf ist, können wir diese Halbinsel hier oben rechts schon mal abhaken von unserer Liste. Hüpf. Hüpf schneller. Noch schneller. So, keine Kiste. Okay. Eingang zum Hügelgrab. Einmal rumlaufen. Nicht runterrutschen. Aber der sieht nicht so aus. Okay, spaßeshalber einmal raufspringen und gucken, ob hier oben irgendwas ist. Nö, okay. Du, weg. Wo als nächstes hin? Ich würde mal sagen, gleich hier in der Mitte. Also gehen wir einfach südlich. Töten dich. Töten dich. Also. Da liegt Gold auf dem Boden. Ist... Das heißt, hier war ich noch nicht, ja? Oh, ist es da hinten eine Truhe? Ich glaube, hier ist ein Stein. Da, weg mit dir. Weg, 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 weg. Ja, ist ein Stein. Noch mehr Gold. Es ist so irritierend, dass ich selbst das Gold übersehen habe. Weil die Truhe kann doch echt überall stehen. Das ist... Nee. Oh, falsche Richtung. Du bitte Wasser wandeln. Da sind Gargoyles. Die habe ich schon mal getötet. Das heißt, die Kisten habe ich auch schon mal geplündert. Und ja, die Priesterin macht da keinen Schaden. Damit kann ich leben. Lass uns mal einen richtigen... Das ist ein Cockling, ne? Du mach bitte Bewahrung. Stopp. Und nö. Kein Grund im Kopf. Wo eine Truhe ist, können mehr sein. Mehr Cocklinge. Hinterm Berg ist auch nichts. Ich laufe jetzt bestimmt zweimal im Kreis und übersehe dann irgendwo einen Punkt. Das sehe ich irgendwie jetzt schon kommen. Oh, haben wir den? Nein. Nein, immer noch nicht. Oh, zum Geier sind wir gerade. Oh, okay. Also ja, südlich und dann wieder zurück. Also falls ihr irgendwo eine Kiste seht, bitte in den Kommentaren schreiben. Falls das Suchen sich jetzt länger ziehen sollte als ein, zwei Folgen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Was ich aber nicht wirklich zulassen werde. Also wenn wir das jetzt nicht in den nächsten 20 Minuten, also diese und nächste Folge, den Rest dieser und die ganze nächste Folge, da nicht finden sollten, dann gehe ich einfach nach Negin. Und dann versuche da klar zu kommen und irgendwo eine Flugschriftrolle oder den Zauber selber herzubekommen. Und dann passt das. Muss ja nicht sein. Hopf, hopf, hopf. Oh. Wettbewerb der Stärke. Wie viel Stärke hast du? 65. Ihr gewinnt plus 5 Fähigkeitspunkte. Oh, jeder Charakter kann das machen.
Okay, warte. Stift. Stärke, Wettbewerb, Grabhü. Und wo sind wir? Wir sind südöstlich. Das heißt, später, wenn wir alle ganz super Ausrüstung haben, die wir dann noch zwischen den Charakteren einfach hin und her schieben können und wir durch die Ausrüstung schon über den Wert kommen, den wir brauchen für diese Dinger, können wir mit jedem Charakter bei jeder Prüfung einmal gewinnen. Das ist dann pro Charakter, pro Prüfung 5 Punkte. Das dürfte sich läppern. Du stirbst jetzt so. Also Geroman hat jetzt 5 Fähigkeitspunkte bekommen. Ist auf 12. Was zum Geier wollten wir mit ihm steigern? Stimmt. Platte, Schild und Streitkolben haben wir schon auf 7. Nehmen wir nochmal. Reparieren hat er schon auf 7. Ja. Platte. Kondition. Meditation. Ich glaube, vorerst hilft uns Kondition mehr. Aber wenn wir später von irgendwelchen Übermonstern in dem Tunnel von Negan umgebracht werden, dann wäre schön, dass Gibbon wenigstens 2 Schläge aushält, nicht nur einen. Das tut Wobei das weh. Ein wenig übertrieben sein könnte. Au. Unsere Helden wissen halt gar nichts davon. Ich bin da schon ein, zwei Mal durch. Und ich weiß nur, dass da sehr, sehr garstige Monster sind. Das tut irgendwie weh. Und hier sind sehr viele Gocklinge. Ich glaube, das könnte der Bereich sein, den wir einmal gesehen hatten, wo wir die Truhe nicht wieder gefunden haben. Obelisk hatten wir schon angeklickt? Ja, hatten wir schon. Okay. Au. Heißt nicht, dass wir nicht hier irgendwo vielleicht doch eine Kiste übersehen hatten damals. Weil so ein Dingens hier ist doch ein wenig auffälliger als eine Kiste. Kaputt, 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 kaputt. So. Irgendwo was braunes, eckiges auf dem Boden. Nö, nur noch mehr Gocklinge. Oh, da ist eine Kiste. Nimm, du heilen. Sieh, du aufmachen. Ich würde gerne helfen. Ah, sie kann gerade nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 260. Können wir das wirklich brauchen? Ja. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So, noch 2 Truhen, wo kein Ding drin war. Kein Golem-Teil. Das finde ich nicht so schön. Da könnten wir rumgehen. Da sollten wir raufgehen, fällt mir gerade auf. Ja, genau, so wie du. Einfach hier rauf. Spring. Das tut dir. Spring. Das tut irgendwie weh. Ich höre sehr viele von denen. So, und hier drauf ist gar nichts. Das ist nicht schön. So. Da hinten drauf waren wir, da war der Test, oder da? Ich glaube, da war der Test. Das heißt, hier in dem mittleren Bereich wird jetzt echt nur noch die Zwergenstadt selber und der Bereich dahinter. Na gut. Halten wir noch so halb Ausschau nach einer Kiste. Bewegung Richtung Westen. Lachhaft. Keine Kiste. Da hinten liegt irgendwas auf dem Boden, aber das ist keine Kiste, das ist ein Stein oder eine Blume. Das sind die Kisten von vorhin. Bitte, bitte sind sie nicht in den Hügelgräbern. Das wäre nicht schön. Das heißt hier sie, es ist nur eine Kiste. Ein Amulett, ja, schön. Weg. Können wir das wirklich brauchen? Komm, verkauft. Nö. Schade. Okay, ganz kurz hier nochmal rumschauen. Dann müssten wir hoch. Gucken, ob wir da hochklettern können. Aber es müsste hinhauen. Wir kommen ja fast überall hoch.